Okay, dann wie gesagt, Gebiet 6 kann man jetzt wieder diesen Schakalaka-Stein bekommen. Ey, ein Rathalos landet! Bro, what's up? Ich weiß, du hast mich vermisst. Schön, wie die Kamera hier so nach oben geht. Wenn ich jetzt nochmal so ein Bild vom Rathalos bekomme, es könnte cool sein. Ja, da landet er. Schön, und jetzt fliegt er runter. Schade. Ich hätte ihn gern da oben bekämpft. Wäre geil gewesen. Sieht auch verdammt cool aus da drüben, dieser Busch. Okay, hier oben ist ein Käfernetz. Das meinen die aber. Chill, Rathalos, glaube ich nicht. Hier kann man Rathalos fliegen und Ratian fliegen bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier so ist. Verdammt, es bringt mir nichts, hier den Tail zu cutten. Ich komme relativ unwahrscheinlich den Sprung nach unten runter. Fuck. Ja gut, Gebiet 6, ich gehe gleich noch zu den Käfern, dort kann man es bekommen. Ich will hier bloß ein paar Punkte sammeln. Im Gebiet 11, bei den Steinen, kann man diesen Schakalaka-Stein noch bekommen. Wie gesagt, bei Schakalaka ausschneiden geht es auch noch. Die Maske, Gebiet 2 bei den Ranken, wo ich gerade eben war. Gebiet 4 bei den Buschen und Gebiet 11 bei den Behive, was auch immer ein Behive ist. Gebiet 10, ohne weitere Informationen. Und als Schakalaka-Kaf. Wo genau war jetzt. Wow, shit, nein, nein, nein. Okay. Seems legit. Wo genau war jetzt der scheiß Käferbusch? Was auch immer Rathalos dann macht, das geht mir gerade am Arsch vorbei. Hier? Fuck, das sieht falsch aus. Irgendwo auf dem Weg nach oben sollte ein Käferbusch sein. Ich habe bloß keine Ahnung mehr wo. Fuck. Da rechts war gerade was zum Abbauen. Kein Plan mehr. Müsste ich vielleicht nochmal nachgucken. Aber wir haben ja nur noch 10 Minuten. Ich will zumindest noch meine Chance auf das Rathalos-Juwel bekommen. Ich denke, die Masken kriegen wir jetzt eh nicht zusammen. Dafür habe ich zu lange was anderes probiert. Für die Maske müsste man, glaube ich, von Anfang an versuchen, die zu bekommen und halt jedes Gebiet durchschauen. Vielleicht bekomme ich einen Part und dann den anderen nicht. Das wäre auch sehr, sehr schade. Nicht mich umrennen. Dankeschön, mein Bro. Das sah krass aus, als wenn die beiden Mossfights auf den gehen würden. Und jetzt greifen sie wieder mich an. Sorry, da muss da ja Double Kill raus. Ich habe ja gerade zumindest gesagt, wo es das geben müsste. Ich würde schon sehr, sehr gerne zu den Büschen kommen. Oha, Drachenfels. Toll, der ist es aber leider nicht. Der ist zwar auch recht selten und wertvoll, aber nicht das, was wir suchen. Es kommen nur die besten Sachen in meinen Rucksack. Der Rest kann im Keller liegen bleiben. Ganz wichtig. Oberste Regel. Ja, so eine Rathalos-Zunge, die schneidet man doch mal gerne ab. Und die Leber. Von so einer Leber kann man sich immer wieder gut ein paar PCs kaufen. Wir haben wirklich nicht mal zu viel Zeit, ne? 3 Minuten noch. Okay. Ich brauche ganz, ganz viele Schakalakas. Okay, ich werde nämlich dann mit dem Juwel hier runtergesprungen und dann hier runter. Das sollte eigentlich funktionieren. Auch für euch nochmal als Info, wenn ihr dort in den Gebieten Juwel bekommt, könnt ihr diesen Weg gehen. Allerdings sind die Gear Brace da äußerst nervig. Ich bin jetzt im Gebiet 3. Gebiet 3 war nichts. Das heißt, 2 war ich schon. 4 ist irgendwo anders. Ist, glaube ich, hier drüben. Bei den Büschen, da weiß ich relativ genau, wo ich sammeln muss. Nein, ich gucke mich jetzt bloß um die Gegner zu verwirren. Das müsste eigentlich dort hinten sein. Dort müsste man eigentlich bei Busch sammeln können. Jo, sehr schön. Aber ich will nicht die scheiß Drachenfelse. Ist zwar schön für euch, dass hier überall irgendein Fels steht, der aussieht wie ein Drachen. Und dabei trotzdem rund ist. Aber mehr gab's hier nicht. Fuck you. Gebiet 7 wäre jetzt noch ganz cool zu finden. Das ist die 5. In der 5 gibt es eigentlich nichts. Ich hoffe, dass da Schakalakas rumrennen. Und wenn es nur 3 sind, damit wäre ich schon vollends zufrieden. Okay, hier ist zumindest einer. 2. Mit etwas Glück. Sie freuen sich, mich zu sehen. Yay. Wie wunderschön. Nein, mit etwas Glück bekomme ich die Dinger. Wahrscheinlich auch hoffentlich von beiden nur einen. Yes! Das ist die Chaga-Maske mit Loch. Genau die brauchten wir. Jetzt brauchen nur noch den Stein und alles ist gut. Mit etwas Glück habe ich Glück. Und es ist eine 50-50-Chance. Und
50-50 ist immer gut für mich. Also eigentlich verkacke ich 50-50 immer, aber komm schon, bitte. Nein, das ist ein Hautpflegepilz. Das ist nicht das, was ich wollte. Und ohne Ausdauer bringt es mir eigentlich nirgendwo lang zu laufen. Ja, da ist 5, 6, 7 müsste also drüben sein. Okay, das heißt, ich kann jetzt auch in die 10 gehen. Wie gesagt, da steht nichts in Klammern. Keine Ahnung, wo man da suchen soll. Schakalaka-Karf halt, aber dann irgendwo mein Schakalaka ist, fällt das weg. Ich wusste doch, ich finde eins von beiden. Wo kriege ich jetzt eine Ration her? Gut, bewegen wir uns eben rollend vor. Rolle, 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 roll, mein Genu. Und hier sehen Sie offizielles, geleaktes Gameplay von Dark Souls 3. Rolle, 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 roll, mein Ball. Rolle, rolle, roll, mein Genu. So, wie gesagt, in der 3 gibt's das nicht. Ration jetzt zusammen ist auch ein bisschen unnötig. 9 ist auch nicht mit dabei, das heißt, ich kann wirklich direkt in die 10 gehen. Ich brauche nur den Stein. Der Stein ist auch in der 11. Auf zur 11. Ob ich das in einer Minute schaffe? Keine Ahnung. Okay, unten in der 10 war die Maske, die man finden konnte. Irgendwo. Sucht ihr einfach alles ab. Mit etwas Glück findet ihr die. Ansonsten hattet ihr halt Pech oder es habt nichts Richtige abgesucht. Könnte ja jemand, der es ausprobiert hat, mal in die Kommentare schreiben. Wäre ich äußerst freundlich für. Ich glaube, da war gerade ein Leck. Für den entschuldige ich mich. So, jetzt irgendwo hier bei den Steinen. Wo sind hier Steine? Steinchen! Ist hier ein Stein? Ja, hier ist ein Stein. Naja, es sind Mega-Fliegenköder. Es ist gerade auch kein goldenes Ding da drin, daher alles andere unwichtig. Machst du mich an? Du scheiß Mauswein. Ich will kein Wurm. Das ist doch ein Stein hier, oder? Wurm. Komm schon. Krieg ich in 2 Sekunden, es zu kombinieren? Einmal sammeln geht noch. Verdammt. Okay, dann keine Ahnung, ob das hier die Steine waren. Wir müssen zurück, wir müssen abgeben. Schnell, 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 schnell. Und, Mann, oh Mann, oh Mann. Nochmal 10.000 Punkte. Hier die Shaka-Maske mit Loch gibt halt plus 300 Z. Mit den Steinen zusammen. Also wenn man die komplette Shaka-Laka-Maske abgeben würde. Gibt es 1.000 Punkte. Also auch nicht so viele. Aber es ist halt cool, weil es diese Auszeichnung gibt. Gibt es noch irgendein Easter Egg? Ich habe jetzt beim kurzen Überfliegen nichts gesehen. Nee, nur das Kombinieren ist halt das Easter Egg dabei. Aber okay. Damit haben wir hier... Wow. Geil, dass ich den Piercing dabei habe. Haben wir hier so ziemlich alles gefunden. Wir kriegen Stahleier, den Spitzhacken, große Fassbomben, sogar Gourmet-Tricks und alten Trank. Geil. Brauche ich nicht mehr farmen. Apropos, wir haben keine Blitzkäfer. Das habe ich ja noch bemerkt beim letzten Mal, deswegen mache ich eigentlich diese Quest, weil ich dabei nicht vergessen wollte, in die, Höchstwertung, in die, das Sortiment der alten Dorf-Omi reinzugucken. Habe ich jetzt trotzdem vergessen. Passiert halt. Aber na gut. Heißt, wir müssen da jetzt nochmal ganz kurz so Ömchen laufen und hoffen, dass da Blitzkäfer rumliegen. Ich wäre ja durchaus erfreut, wenn dem so wäre. Aber scheinbar ist uns dieses Glück nicht verwehrt, nicht gewährt. Ist auch noch so ein Ding. Nach dem Fatalis will ich ja die allerletzte Quest machen, die Monsterjäger-Quest. Und die ohne Blitzbomben... Kann ich mich auch abfacken gehen. Und nein, ich sammle jetzt nicht Blitzkäfer da hinten in den Wäldern. Wir haben schon oft genug festgestellt, wie überhaupt nicht das funktioniert. Warte, ich brauche gar nicht mehr zu Trendier zu gehen. Ha! Und deswegen werde ich das auch nicht nochmal machen. Ich warte jetzt einfach, bis es da zu kaufen gibt. Ich weiß jetzt, dass es das da zu kaufen gibt. Also freue ich mich darauf, wenn es irgendwann kommt. Kriegt natürlich keine coolen Sachen. Brauche ich jetzt eigentlich noch Melanie-Erz? Ich müsste mal nachgucken wegen Verbessern. Vielleicht habe ich auch schon das große Drachenerz-Juwel bekommen und da in dem Moment nicht hingeguckt. Das wäre ja auch sehr cool. Wo ist es denn? Da ist die Gewehrlanze. Nein, leider nicht. Okay, für Donnerklinge Weira, den Kiel zu Spezialschnitt. Rein theoretisch könnten wir uns auch den farmen. Also wirklich nur rein theoretisch, um einfach mal die Waffe zu verbessern und halt die Donnerwaffe zu haben. Das geht nicht mehr. Goldratian, Dorn brauchen noch 2.
Hier war es die schwere Radianschuppe oder aber zur Donnerklinge Vavaira habe ich schon starker Knallkipp muss man machen. Genau, Kirinbolzen brauche ich nichts so direkt für. Hier ein Monoplus-Herz noch, was ich immer noch nicht bekommen habe. So herzlos, dieser Bastardo. Tatsächlich kann ich mir viel Popcorn machen. Ne, was war Tetris? Gibt auch einen Popcorn-Song, den habe ich leider vergessen. Aber wir haben jetzt viel Popcorn und meine Kamera geht aus. Aber Hauptsache, wir haben Popcorn. Ich mache das Popcorn schnell warm. Ja, den wollten wir jetzt auch noch verbessern, wo ich theoretisch auch Gummihaut Plus brauchen müsste. Aber na gut, Höllenstich ist so wichtig. Ey, nur das Gewehrlanze. Die einzige Feuergewehrlanze. Ist vielleicht ein bisschen spät, jetzt das zu farmen. Hier geht's nicht weiter, hier auch nicht. Hier brauchte ich mir Landier Erz. Allerdings auch Schenke Augenrückenpanzer und Laoshan Schwerpanzer. Also nein, danke. Ich habe sogar ein fatales Hammer. Habe ich schon wieder komplett vergessen, was ich mir also gebaut habe. Nee. Genau, die große Nova könnten wir uns theoretisch auch noch verbessern. Ich habe noch einen toten Revolver. Aber ich habe doch auch einen Kaiserdichten. Sehr schön. Dann das ist schon komplett voll. Atlantica brauchte noch Melania Erz. Allerdings jetzt auch noch starke Basarios Flügel. Wunderschön. Oder die Edelweißklinge. Eis brauche ich eigentlich nicht. Nee, die ist eigentlich nicht so interessant. Da habe ich andere Waffen für. Die ist ebenfalls uninteressant. Kupferbergonga Dezimator. Die kann ich mir tatsächlich machen. Na, nice. Her damit. Meiner. Und ich kann mir sogar den Vernichter schon bauen. Noch geiler. Und das fanatische Drachenholzschwert. Komm, wenn wir einmal am Geld raushauen sind, machen wir weiter. Sehr schön. Haben wir gleich mal ein paar weitere Waffen gebaut. Und ich bin so der Meinung, jetzt ist es mal Zeit, seit lange mal wieder, für jetzt Zeit mit Jahren heute, ab ins Monster Companion über Velocibray atmen. Wir haben vielleicht in dieser Folge jetzt nicht allzu viel gemacht außer Sammelquests und Gypsoros, aber es passt einfach rein, weil wir ja gerade wieder so ein bisschen ruhiger leben wollen. Und das ist nun mal das Ruhigste, was ich irgendwo habe. Praktische Jägerlektion, kleine Monster. In dieser Lektion geht es darum, wie man Monstern den größtmöglichen Schaden zufügt. Dieser Beitrag enthält die wichtigsten Informationen, die von der Jägergilde an Jäger weitergereicht werden. Er sollte von jedem aufschreitenden Jäger gelesen werden. Um das ganz kurz wortwörtlich wiederzugeben. Die von der Jägergilde an Anfänger weitergereicht werden. Nicht, was die Jägergilde alles weiß. Das ist ein Unterschied. Die halten uns Informationen vor, diese Mistkerle. In diesem Abschnitt geht es um Velocibrace und andere kleine Monster. Sie kommen in vielen Zonen der Welt vor. Oft sind sie die ersten Monster, denen ein Jäger gegenübersteht. In diese Monsterklasse fallen Velocibrace, Gambrace und Eobrace. Auch wurde eine weiße Art von Velocibrace bestätigt. Lange Zeit betrachtete man diese Monster als eine Art Albino-Variante des Velocibray, doch gilt es nun als völlig neue Art namens Gearbray. Ausflüge in das Schneegebirge werden zweifellos zu Konfrontationen mit einem Gearbray führen. Diese Stelle finde ich übelst geil. Einfach mal so random Fact am Rande. Tatsächlich Evolution in Schneegebieten funktioniert genauso. Du hast irgendeine Tierart, die, was weiß ich, nehmen wir braune Hasen, und die hoppeln halt, und während die braunen Hasen durch ihr Leben hoppeln, sich halt wie die Kaninchen vermehren, kommt irgendwann, was weiß ich, eine Eiszeit. Und wenn die kommt, ist natürlich alles weiß. Und solange die Hasen noch Essen finden, ist für die grundsätzlich alles gut. Allerdings, die braunen Hasen werden dann von ihren Fressfeinden, nehmen wir einen Fuchs, leichter gesehen. Wenn nun allerdings irgendein Hase durch Zufall dieses Albino-Gen entwickelt, oder diesen Genfehler, den Gendefekt eigentlich bekommt, und damit komplett weiß wird, wird der vom Fuchs natürlich wesentlich unwahrscheinlicher gesehen. Weswegen dieser Hase und auch alle anderen, die diesen Gendefekt bekommen, wesentlich wahrscheinlicher überleben.
Somit sterben mit der Zeit, während einer Eiszeit, also nicht komplett Eis zu, sondern einfach nur wegen Schneefall, keine Ahnung. Ein Winter reicht natürlich nicht, aber was ich, der Winter hat 5 Jahre Winter wie bei Game of Thrones, dort werden auch alle Hasen weiß, weil halt die braunen Hasen gefressen werden und nur noch die weißen überleben. Die werden natürlich auch gefressen, aber halt nicht so häufig, wenn der Fuchs sie nicht so häufig sieht. Deswegen sind die meisten Tiere, die irgendwie in der Antarktis leben oder Nord-Südpol, irgendwo in Schneeregionen, weiß. Ihr seht weiße Hasen, weiße Füchse, weiße Eisbären, mehr oder minder weiße Pinguine, die hängen da noch ein bisschen hinterher. Und Seerobben sind eben mehr am Wasser. So, Ausnahmen bestätigen die Regel. Alle diese Monster bewegen sich in Rudeln fort. Alleine stellen sie keine wirkliche Gefahr dar, aber im Rudel können sie Jäger umzingeln und von allen Seiten angreifen. Du solltest deine Umgebung immer genau beobachten und dich so stellen, dass sie nur aus einer Richtung angreifen können. Nein, Ecken sind böse! Ecken und Wände töten dich! Je nach Situation gibt es möglicherweise einen Anführer im Rudel. Diese Monster unterscheiden sich von den anderen. Sie sind extrem stark und können andere Rudeltiere herbeirufen. Wenn sie sich in tödlicher Gefahr befinden, laufen sie in eine andere Zone, um ihre Stärke wieder zu gewinnen. Bam! Das war mein Problem beim Todtreten des Giatrome. Das ist kein Bug, das ist gewollt. Hier steht's. Giatrome und alle anderen Trome regenerieren Leben, wenn sie in eine andere Zone gehen. Das ist wirklich kein Bug, es steht im Monster Compendium geschrieben, dass es so ist. Nice, dass es wirklich dabei steht. Wenn du das beobachtest, solltest du den Anführer mit einer Blitzbombe aufhalten. Sie wird ihn vorübergehend blenden, sodass du ihn einholen und erlegen kannst. Diese Technik kannst du auch anwenden, wenn du nicht genug Kraft für den Kampf übrig hast. Wirf die Blitzbombe, um deinen Rückzug zu decken. Lass uns nun einen Blick auf die verschiedenen Velocibray-Arten dieser Welt werfen. Da wäre als erstes der Gearbray, der im Schneegebirge zu Hause ist und mit eisigem Geifer um sich spuckt. Kleinere Gearbray haben eine nur geringe Schadenskraft, doch größere sind in der Lage, einen Jäger zum Schneemann zu machen. Und was bist du? Ich bin ein Schneemann, ich heiße Olaf und ich mag Umarmungen. Und ich wünsche nicht mehr Sommer, dann würde ich tun, was Schneemänner so tun im Sommer. Sei also vorsichtig. Der blauschuppige Velocibray kann mit einem Sprung nicht nur große Strecken zurücklegen, sondern auch tödlich angreifen. Für Jäger, denen es noch an Kampferfahrung fehlt, ist der Velocibray ein todbringender Gegner. Die aus diesen Monstern gewonnenen Materialien sind durchaus nützlich und werden oft von aufstrebenden Jägern getragen. Der Gambray lebt in der Wüste und zeichnet sich durch lange Reißzähne aus. Diese Reißzähne enthalten ein kraftvolles Nervengift, das die Opfer bewegungsunfähig macht. Medizin und Kräuter schützen nicht vor dieser Lähmung, man sollte also äußerst vorsichtig walten. Äußerste Vorsicht walten lassen. So. Man sollte bedenken, dass eines der Hauptmerkmale von Gambray-Materialien ihre Lehmeigenschaft ist. Das gilt nicht nur für die Reißzähne, man kann aus einem Gendrome Lehmbeutel schneiden, die eine unglaublich starke Lehmwirkung haben. Der Eobray ist ein rotes Monster, das im Herzen des Vulkangürtels beheimatet ist. Er ist relativ groß. Außerdem sollte man sich vor seinen Giftsprühattacken in Acht nehmen. Wenn dich ein Eobray vergiftet, wird dir langsam deine Kraft entzogen, bis du ein Gegengift einnimmst. Eine gefährliche Situation. Die Stärke eines Eobray spiegelt sich auch in seinen Materialien wider. Aus seinen roten Schuppen gefertigte Rüstungen haben eine größere Abwehrkraft als die aus Velocibray-Materialien. Des Weiteren können aus den Giftsäcken oder Reißzähnen eines Eobrays Waffen mit Giftattributen gefertigt werden. Wenn man ein Jäger werden will, muss man zuerst ein kleines Monster der Velocibray-Klasse erlegen. Die Gilde nimmt jederzeit Mitglieder für Quests auf. Und selbst das haben sie in diesem Spiel umgesetzt, da tatsächlich die allererste Key-Quest, also du fängst an, du sammelst
Du sammelst, du tötest Peppe und sammelst noch mehr. Gut, du tötest vielleicht ein paar Blangos, aber deine erste große Aufgabe, deine Key-Quest, die Schlüsselquest, die jeder machen muss, ist es, einen Giatome zu töten. Exakt das haben sie uns hier gerade empfohlen. Gut zu wissen. Ich würde jetzt gern noch ein zweiter vorlesen, aber ich glaube, das passt einfach. Naja, passt zeitlich schon, aber es passt. Ja. Wasser im Mund mäßig nicht. Ich habe mich gerade wesentlich schneller fussig geredet als sonst, was ja kein schlechtes Zeichen sein muss. Deswegen bedanke ich mich jetzt erstmal vielmals für eure Aufmerksamkeit und dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte Bescheid. Wenn nicht, Feedback liebend gerne in die Kommentare. Und ansonsten, adios amigos und hoffentlichst auf Wiederhören.